Leute, was geht ab? Mein Name ist Anna Johnson und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Beautiful. Zuallererst wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Wir haben uns ja seit dem Neujahrsbeginn noch gar nicht hier auf diesem Kanal gesehen. Von daher fühlt euch alle gedrückt und geküsst und ich hoffe, dass alle eure Wünsche fürs Jahr 2018 in Erfüllung gehen werden. Neues Jahr, neues Glück. Ich denke, das hat sich auch Avon dabei gedacht, denn es gibt neue Pflegeprodukte im Jahr 2018 und genau die werde ich euch heute vorstellen. Und zwar geht es um eine komplette Kokosnusspflegeserie. Ich bin ein absoluter Kokosnussfreak. Also bei mir kann es nicht genug Kokosnuss sein. Kokosnusswasser, Kokosnuss zum Essen, Kokosnuss-Shampoo, Cremes und keine Ahnung was. Und genau das hat Avon jetzt erkannt und eine komplette Kokosnusspflegeserie rausgebracht. Ich bin unfassbar gespannt und freue mich sehr, sie euch jetzt vorstellen zu dürfen. Nicht nur ich bin ein absoluter Kokosnuss-Fan, sondern auch viele andere. Ich persönlich finde, dass Kokos einen immer total an Sommer erinnert, an Frische. Man wird irgendwie motiviert, in den Tag zu starten und durch diese frischen Gerüche bekommt man einfach totale Motivation für den Tag. Die Pflegeserie besteht aus insgesamt 4 Produkten, aber ich würde sagen eins nach dem anderen und wir fangen mal an mit dem ersten Produkt. Und zwar ist das eine Kokosnuss-Handcreme. Ich teste sie jetzt für euch live hier vor der Kamera, weil ich sie noch nicht vorher ausprobiert habe. Ich wollte nämlich, dass ihr den Sofort-Effekt quasi seht. Also Geruchstest ist auf jeden Fall sehr positiv. Es ist nicht zu stark und nicht zu leicht. So sieht das Produkt übrigens von vorne aus. Und jetzt wollen wir mal die Inhaltsstoffe testen. Also ich bin gespannt. Handcreme darf bei mir auch nie fehlen. Ich bin nämlich so ein Mensch, ich habe immer trockene Hände. Und gerade hier meine Nagelhaut ist immer total spröde und ja, reißt gerne mal ein. Deswegen kann zu viel Handcreme nie schaden. Es riecht auf jeden Fall sehr lecker. Krass, sie zieht auch sehr schnell ein, muss ich sagen. Sie ist halt nicht so fettig, sondern man hat auf jeden Fall ein angenehmes Gefühl und jetzt nicht so das Gefühl, man hat jetzt so in Öl reingetaucht oder so mit den Händen. Also es ist echt angenehm. Sehr cool. Schauen wir doch mal, was hinten noch drauf steht. Mit Kokosöl schenkt der Haut Feuchtigkeit und macht sie schön zart. Das stimmt auf jeden Fall. Für die tägliche Anwendung geeignet, dermatologisch getestet, für die Hände, Nägel und Nagelhaut geeignet. Sehr gut. Also die kommt auf jeden Fall schon mal in meine Handtasche, denn die muss ich immer mit dabei haben. Wo wir eh gerade schon bei Creme sind, geht es direkt weiter mit einer Creme. Und zwar eine Body Lotion Hand und Face Cream. Und zwar gibt es die in diesem Format, also in so einem großen Topf. So sieht das Ganze von innen aus. Vom Geruch her ist sie auf jeden Fall eigentlich identisch, würde ich sagen. Also es gibt eigentlich kaum einen Unterschied vom Geruch zu der Handcreme. Und von der Konsistenz her ist sie ein bisschen fester auf jeden Fall als die Handcreme. Auch wenn man es auf der Haut verteilt, merkt man sofort, es ist definitiv reichhaltiger als jetzt die Handcreme. Weil gerade so trockene Stellen am Körper wie jetzt die Kniekehlen oder die Knie oder die Ellenbogen oder so, die brauchen ja dann schon ein bisschen mehr Pflege als die Hände. Und da merkt man auf jeden Fall schon den Unterschied. Fühlt sich super auf der Haut an, also wird auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten sein in dieser Serie. Wenn nicht alle Favoriten werden. Jetzt kommen wir zur dritten und letzten Creme in der Pflegeserie. Und zwar ist sie etwas spezieller noch, wenn ihr jetzt diese Body Lotion, die ich gerade vorgestellt habe, nicht fürs Gesicht benutzen wollt, sondern da ein bisschen sensibler seid, gibt es dafür noch eine spezielle Creme extra nur fürs Gesicht. Ich habe auch hier schon mal die Konsistenz für euch geprüft. Die ist hier im Gegensatz zu der Body Lotion wieder etwas feiner. Sie ist nicht ganz so reichhaltig. Gerade für Personen, die ein bisschen fettigere Hautregionen im Gesicht haben, ist es ja dann auch nicht so von Vorteil, wenn man dann wirklich noch mehr Öl und Fett drauf gibt, wie halt die reichhaltige Bodylotion. Und dafür gibt es jetzt diese Pflege. Und wie ich schon meinte, die ist wirklich ganz, ganz leicht und soft und lässt sich total einfach verteilen und einarbeiten in der Haut. Und hinterlässt jetzt auch nicht so einen mega öligen Film, sondern halt eher so ein frischer Kick, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen für morgens, wenn man gerade aufgestanden ist, das Gesicht sich gewaschen hat und dann halt wirklich so ein, ja, frischer Kick fürs Gesicht und auch mit dem Duft riecht auch wieder so ähnlich wie die anderen Cremes, dass man halt wirklich so eine Motivation hat, um in den Tag zu starten. Kommen wir zum letzten Produkt, aber nicht zu vergessen, das ist jetzt ausnahmsweise mal keine Creme, sondern es ist ein Body Wash Duschgel, also nur für den Körper geeignet, nicht für die Haare, nicht zu vergessen. Ich teste jetzt mal den Geruch für euch. Es riecht auf jeden Fall sehr erfrischend und jetzt gerade zum Frühling oder zum Sommer hin kann ich mir das echt gut vorstellen. Gerade vielleicht auch nach dem Sport oder wenn man im Schwimmbad war oder so, dann irgendwie sowas Frisches noch im Nachgang zum Duschen. Hier ist übrigens auch Kokosnussöl mit enthalten.
enthalten, was natürlich auch der Haut wieder zugute kommt. Und ja, ich denke, damit ist auf jeden Fall das Pflegeset vollkommen vollendet. Ihr könnt euch die komplette Dröhnung geben für alle Kokosnussfreaks. Wie ich. Also testet die Produkte gerne aus und bleibt auf jeden Fall dran, denn jetzt kommt noch ein cooles Gewinnspiel für euch. Ihr könnt nämlich heute hier unter diesem Video alle 9 Pflegeprodukte aus der Kokos-Serie gewinnen, indem ihr einfach einen Kommentar unten in den Kommentaren hinterlasst. Jetzt gerade für das neue Jahr, der neue Start, ich habe mir als persönlichen Vorsatz genommen, einfach ein bisschen mehr auf meinen Körper und mich selbst zu hören, einfach auch mal einen Gang runterzuschalten, und ich glaube, dafür sind einfach so schöne Pflegeprodukte echt ein guter Anfang. Wenn ihr noch weitere Infos zu den Produkten haben wollt, dann schaut einfach unten in die Infobox. Da findet ihr auch nochmal sämtliche Links zu den Produkten. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel und ich drücke euch die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis dahin alles Gute. Tschüss.